Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier auf dem Gelände von Poseidon Energy, auf dem Hof. Und ich habe mir zwischen den Aufnahmen, der gestrigen und der heutigen, habe ich mir nochmal die Karte angeguckt. Ja, und es steht ja drauf, dass es hier Wasser geben soll. Das hatten wir schon mal in einer anderen Siedlung gesucht und nicht gefunden. Wow. Nicht gut. Eine Mine? Ja, ich dachte, wir laufen einfach mal rum. Hier ist zum Beispiel Wasser, das ist aber mit Sicherheit kein sauberes Wasser, nein. Und als ich mir so die Karte angeguckt habe, habe ich auch gesehen, dass es hier noch Blei und sowas geben soll. Also sehr viel mehr, als wir bisher aufgebaut haben. Ja, und da muss ich sagen, dass das Budget schon alleine mit diesen Teilen dann erschöpft sein wird. Also wenn wir genug Energie aufbauen und eben diese Raffinerie aufbauen, dann ist das Baulimit von den Siedlungen, von der Siedlung hier zumindest schon erreicht, denke ich. Oder fast, ja, so ein, zwei Teile kann man vielleicht noch bauen. Vielleicht ergibt es wirklich Sinn, demnächst in der nächsten Siedlung also Gebäude drumherum zu bauen und die miteinander irgendwie zu verbinden, damit wir ja nur eine Blaupause jeweils haben. Müssen wir uns mal überlegen. Allerdings ist das hier jetzt auch eine relativ unübersichtliche Siedlung, wie ich finde. Warum ist das hier grün? Ich dachte, wir könnten das verschrotten. Landeplatz für Vertibirds. Vielleicht können wir das benutzen. Vielleicht kommen hier noch Vertibirds, wenn wir das alles hier einschalten. Nun, wir haben zu wenig Energie. Also da müssten wir... Hier ist doch noch was. Aluminium vorkommen. Perfekt. Brauchen wir auch Aluminium. Okay. Ja, dann verbinden wir die gleich, die beiden. Ja, dann nochmal eine Blaupause. Ach, jetzt sind die ganzen Geräte kaputt. Da wollten wir eigentlich keine machen. Ja, egal, aber was wir haben, das haben wir. Jetzt haben wir ja schon... Oh, hoppla. Jetzt haben wir ja schon richtig viel gebaut, also... Moment. Blaupause. Also machen wir das doch einmal in dieser Folge. So, und das noch? Ja. Ist doch jetzt alles drauf, was wichtig ist. Ja, okay, so ein paar Generatoren können wir vielleicht noch. Zum Glück kann man die benennen, die Blaupausen. Ja, aber das wär's dann jetzt. Blaupause erstellen, neu und... Poseidon Energy
Das sind die Raffinerien, ja. Ja, Energie machen wir nochmal extra nachher, eine Blaupause für die ganzen Energieteile. Obwohl, ja, dann können wir die ja gar nicht aufbauen. Wahrscheinlich. Weil die sich überschneiden. Ah, da müssen wir das eben wieder raus, oder? Nehmen wir jetzt vielleicht gleich raus. Ja, wir sind ja noch am Anfang, wir üben ja noch. Wir werden das schon bändigen alles. So, ja, was ist mit der Angriff, mit den Angriffen hier? Hier ist es jetzt ziemlich ruhig jetzt. Wir haben bis jetzt noch keine Angriffswelle hier bestehen müssen. Aber die greifen ja sowieso ständig zwischendurch mal an. Vielleicht sollten wir mal an unserem Haus gucken. Ja. Ach so, nee, vielleicht sollten wir mal hier schon die Sachen rausholen. Hier so. Nukleares Material und so. Ach, der ist aus. Ach, wir haben zu wenig Energie, ja? Da wurde wieder irgendwas kaputt gemacht vielleicht. Oh, der arbeitet. Oder wir haben den Aluminium. Hinten das Ding mit dem Aluminium, das haben wir vielleicht zu viel angeschlossen. Keine Energie mehr für den da hinten. Also am George-Schrottplatz hatten wir ja mal geguckt. Holz wurden 40 Teile gesammelt. Ja genau, das ist aus. Wir brauchen mehr Energie. Aber Wasser können wir uns doch schon mal nehmen hier. Ja. Ist das eine Red Rocket da oben? Kann das sein? Ah, wir werden bald mal gucken. Wir haben ja jetzt genug gebaut, finde ich. Und ja, wir sind hier fast voll. Die Siedlung ist fast voll. Und dann können wir also bald nochmal... Moment, wir können hier Sachen verwerten. Erstmal den gesamten Schrott, den wir da haben. Geht nicht. Ach so. Ach, da bekommen wir bestimmt nachher Schrauben raus aus den Waffen. Nichts los hier gerade, dann legen wir uns mal schlafen. Also noch kleiner demnächst muss das Haus werden. Ach so, können wir vielleicht die Waffen schon mal reparieren? Ach was, immer noch kein Aluminium gefunden. Das eine Teil Aluminium, wir haben doch so viel eingesammelt, oder? War kein Aluminium bei. Na egal. Wir gucken mal, da vorne ist ja auch sowas wie ein Bahnhof oder so. Ach, das ist der Bahnhof, da waren wir doch schon mal. Sofort mal auf die Karte geguckt. Nein, das ist ein anderer Bahnhof. Wir waren
Das war noch in der Beta-Phase, da waren wir, hier waren wir. Das haben wir diesmal noch gar nicht entdeckt. Wir sind dann gestorben und dann war da auch nichts mehr. Noch eine Runde pofen. Ja, zum Bahnhof, da könnten wir Aluminium finden oder zu dieser vermeintlichen Red Rocket Raststätte. Egal, wir brauchen, glaube ich, nur 2 Meter über die Straße zu gehen und finden schon Aluminiumdosen und so weiter. Dann können wir unsere Schrotflinte schon mal reparieren. Schrauben zu finden, das wäre natürlich sehr viel besser noch. Na, die werden wir höchstwahrscheinlich dann. Okay, wir sind ausgeruht. Die werden wir dann höchstwahrscheinlich am Bahnhof finden, kann ich mir vorstellen. Charleston Betriebshof. Oder ist das dann die Station Charleston wahrscheinlich eher? Haben wir unseren Bonus? Haben wir bekommen? Ja. Ich gucke gerade, ob die anderen Werkstätten schon im Besitz sind, aber die sind alle nicht im Besitz. Und ganz in der Nähe hier unten ist auch noch eine Deponie in Charleston. Ja, wir gucken uns aber jetzt erstmal hier oben die an. Also die Werkstätten interessieren mich dann ja schon. Ansonsten muss ich sagen, würde ich ganz gerne mit Sacrifice und mit Sarah Sarah im Let's Play Together eben die Gegend erkunden und jetzt im Singleplayer nur einfach nur mal so rumgehen, um zu wissen, was uns wo ungefähr erwartet. Obwohl ja, spoilern wir uns ja sowieso die ganze Zeit. Ich sagte zu Sarah schon mal, dass es eigentlich egal ist, ob ich da jetzt einen Singleplayer mache noch oder nicht, denn das ist so groß, man hat sowieso an allen Ecken was zu erkunden. Ja, aber wir sind schon einmal fast rum. Schon. Nach, weiß ich nicht, 200 Folgen oder so. 250, keine Ahnung. Nach vielen, vielen Folgen sind wir aber schon einmal rum jetzt mit der Karte. Also dann wird es jetzt wahrscheinlich schon in den Innenbereich demnächst gehen. Und ja, da weiß ich nicht, wie sich das anfühlt, wenn wir demnächst dann eine Aufnahmesitzung haben. Und wir schon alles kennen. Da wird man dann sehen. Ach, Hunger haben wir. Ach, das ist das. Oh, wir sortieren hier mal nach Gewicht gerade. Gucken, was so weg muss unbedingt. Die Nudelschale muss weg. Die wiegt richtig was. Ah, das Wasser ist gar nicht. Das ist so schwer, das Wasser, meine ich. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Yum yum, russische Eier. Lecker. Okay, ja, gesättigt sind wir. Hier haben wir vergessen, Türen einzusetzen, oder? Ja, wir haben die Baupläne noch nicht gefunden. Da gibt es so schöne Baupläne irgendwie. So, jetzt gehen wir aber doch mal, wie ihr seht, hier oben Richtung vermeintliche Red Rocket Raststätte statt zum Bahnhof. Am Bahnhof wäre auch gut. Wir brauchen ja nur Aluminium. Erstmal Aluminium
Und Schrauben sowieso. Na, wo können wir denn so viele Schrauben finden? Können wir die nicht selber herstellen? So, Contraptions Workshop mäßig. Ah. Können wir da raufklettern? Nein. Oh, hier ist auch Wasser. Charleston Station, okay. Ach, hier kann man bestimmt wieder Handel betreiben. Ah, okay. Ja, okay, jetzt haben wir ja nichts mehr zum Verkaufen. Aber vielleicht hat der schöne Sachen für uns. Was brauchen wir denn? Was brauchen wir denn? Jetzt, ja klar, jetzt finden wir wieder hier so eine Handelsstation. Jetzt haben wir auch wieder Kronkorken. Werden wir gleich los, die Sachen. Die Kronkorken. Moment, was habe ich gerade gesagt? Ich habe doch gerade noch gesagt, dass wir irgendwas brauchen. Welchen Bauplan brauchen wir denn? Ach, jetzt kommen wir nicht an unser Menü für die Baupläne. Wir brauchen eine Plünder... Nein, eine Plünderstation. Quatsch. Das war ein anderer Titel. Wir brauchen die Bastelwerkbank. Vielleicht ein Fusionsgenerator wäre ganz gut. Oh, der war gut. Jo, wenn wir das uns, wenn der so einen Plan hat, das wäre schön. Oh nein, der hat hier irgendwo ein Radio am Laufen. Oh nein, geh mal, nicht zuhören. Oh, da steht eine Powerrüstung rum. Nein, wo ist das Radio? Da können wir gar nichts machen. Ich glaube, der hat das Radio irgendwie. Hat er verschluckt vielleicht. Da vorne steht ein Radio. Nein, das ist der LKW oder was da steht. Naja, so ein kleines Häuschen noch. Das leuchtet so wie ein Radio. Nö, hier sehe ich jetzt gerade gar kein Radio. Wenn der so viel quatscht, dann möchte ich gar nicht in seine Ecke gehen erstmal. Und jetzt mit dem Radio kommen wir gehen erstmal woanders hin und überlegen uns, was wir überhaupt benötigen. Also hier sehe ich kein Radio. Das scheint der Händler zu sein, der da so eine Musik macht. Ja, dann wird die nächste Folge wahrscheinlich an die GEMA gehen. Ich hasse sowas. Tut mir leid, liebe Welt da draußen. Ich darf ja auch mal was hassen, oder? Naja, ich mag es nicht. Sagen wir mal so, wirklich hassen kann ich eigentlich auch nicht sagen. Ach, ihr wisst ja. Ja, aber ich finde es nicht schön, dass die GEMA an mir jetzt verdient. Ich meine, wir verdienen, könnte man jetzt, wenn man jetzt Erbsen zählen will, könnte man auch sagen, wir verdienen auch an Bethesda. Aber wenn man noch weiter Erbsen zählen möchte, dann ist es ja so, dass wir richtig Werbung machen. Für die Spielehersteller und für die Spiele, für die Publisher also. Und von daher, ja, wir fragen ja auch so als Let's Player, fragt man ja auch, darf ich bitte ein bisschen Werbung machen, darf ich? Bräuchte man eigentlich nicht. Okay, ich habe auch schon mit Let's Playern gesprochen, die das nicht machen. Aber ja, ich finde, das gehört zum guten Ton, dass man da wenigstens mal nachfragt. Und außerdem ist es ja auch manchmal so, dass man vielleicht dann doch mal irgendwie ein paar Infos noch zu dem Titel bekommt oder auch mal einen Key, den man als Giveaway dann weggeben kann oder für sich dann auch benutzen kann. Oder manche Publisher haben es auch ganz gerne, wenn man in die Videobeschreibung was Besonderes schreibt, dass man da also nochmal die Seite verlinkt oder irgendwie sowas. Machen wir ja sowieso immer bei uns. Die Videobeschreibung besteht ja zum großen Teil immer aus den Titeln, wann der Release war und so weiter. Wenn ihr die Videobeschreibung aufklappt, klar, oben ist erstmal so ein kleiner Text über die aktuelle Folge, was da so passiert. Aber unten haben wir sowieso immer Informationen auch zu Publisher und so weiter. Wir sind am Ende der Folge, liebe Welt da draußen. Ich werde mir Gedanken machen, welchen Plan wir da noch brauchen. Wenn euch da was Gutes einfällt, der wird ja jetzt auch nicht alle Pläne haben wahrscheinlich, wenn euch noch was Gutes einfällt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.